Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Live in the Woods von Minecraft. Und ja, das Spannendste ist jetzt zum Schluss. Wir müssen den ganzen Sand hier noch aufheben, weil wir wollen ja denn hier eine Holzschicht reinmachen und natürlich nicht zu tief buddeln. Obwohl hier bestimmt noch irgendwann mal eine Etage tiefer kommt. Aber ich hoffe, dass wir dann auch schon wieder unsere beste Schrippe haben werden, die wir denn bestimmt schon mal gebaut haben, damit wir hier nicht wirklich mit der Schippe die ganze Zeit hier rumeiern müssen. Und wer weiß, wie tief noch die Sandschicht hier ist. Das weiß ja kein Mensch. So. Aber das geht ja. Sand geht ja zum Glück ganz schnell weg. Ist ja nicht so schlimm wie Eisen. Oder Stein meine ich natürlich. Wir kommen ja ganz gut voran. Auch wenn wir schon wieder nichts sehen. Und diese Höhlengeräusche. Mann, da kriegt man ja sogar Angst, wenn man weiß, dass keine Monster an sind. Ich setze hier aber meine Fackel jetzt kurz hin. Auch wenn wir die sowieso wieder abreißen müssen, weil ja der Holzboden gleich kommt. Ich kann nur hoffen, dass wir genug Holz haben. Aber ich glaube schon. So viel Holz wird es nicht kosten hier. Ja, zack, alles weg hier. Und dann haben wir wirklich Sand und Erde erstmal wieder genug. Wahrscheinlich müssen wir eher Kies wieder suchen, als jemals Sand. So viel Sand, wie wir jetzt hier rausgeholt haben. Und wenn wir mal Sand brauchen, weiß ich, kann ich unten den Keller ausheben. Da werden wir noch genug Sand finden. So. Wunderschön. Viel Holz habe ich nicht bei, aber wir können es ja schon mal verwenden. Einfach damit wir hier auch wieder die Treppe hochkommen. So, schön. Ja, schön, dass du das doppelspurig machst. Auf jeden Fall ist da ganz viel Lava, sehe ich. Warum macht denn der das jetzt so hier? Das gefällt mir nicht. Obwohl, wir könnten eigentlich Slabs nehmen, ne? Das würde eine Menge Holz sparen. Doof. Aber ich glaube ja, ne? Wir können ja ein bisschen sparsam arbeiten. Huch, achso, Loch. Wer hat das denn gegraben? Warum hat denn der den oben jetzt weggenommen? Ach, wäre das geil gewesen, wenn jetzt die ganze Leiter runtergekommen wäre. So. Ma, danke. Danke, Spiel, danke. Komme ich an die Leiter ran? Nein, ne? Nein. Gut, dann müssen wir hier doch mit einem Block anfangen. Oder machen wir uns mal ein paar Slabs. Das spart eine Menge Holz. Wir müssen nicht so viele Bäume schlachten. Also alles super. Und ich glaube, ich muss die Grafik schon wieder ändern. Wer Minecraft öfter guckt hier, der weiß, ich habe hier irgendwie ein Problem. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich hier immer die Grafik ändern muss, dass es nicht mehr ruckelt. Nein. So, wir werden mal einen ganzen Baumstamm hier mitnehmen, wa? Und dann können wir doch bestimmt eine ganze Menge Slabs machen. Und das sollte doch erstmal reichen, oder? Ich denke schon. Ich denke, damit kommen wir gut voran. Schwupps. Runter geht's. Obwohl, wahrscheinlich reicht das nicht. Wahrscheinlich wird es nicht reichen. Ja, danke, dass du da drunter einen gemacht hast. Finde ich sehr gut. Und gar keinen setzt. Finde ich auch gut. So, da. Na, das wird ja eine aufregende Folge. Boden verlegen. Aber gut, wir wollen es ja am Ende schön haben, ne? Und ich habe ja extra Baufolgen hingeschrieben, weil hier ist kein Action, hier ist kein PvP, hier ist einfach nur bauen. Schön bauen. Weil ich finde, das ist das Schönste an Minecraft. Meine viele spielen es ja wirklich nur wegen PvP oder so. Da auf irgendwelchen Servern. Ich muss sagen, ich bin froh, wenn ich mal meine Ruhe habe und hier einfach so ein bisschen kreativ sein kann. Genauso wie viele
das Spiel gewinnen wollen irgendwie. Ganz schnell Maschinen bauen und ganz schnell, ja, zum Enderdrachen oder sowas. Ich finde, Minecraft ist viel schöner, wenn man einfach nur baut. Ich will das Spiel gar nicht gewinnen oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier bei Life in the Woods den Enderdrachen gibt. Oder ob man das irgendwie gewinnen könnte. Ich fand es zum Beispiel damals schön in dem anderen Life in the Woods Let's Play, wo wir so viele Dörfer hatten, wo wir ja die Winterstadt hatten, war unser Zuhause auf einer Insel. Das war irgendwie schön. Vor allem die ganzen Eisenbahnen. Ach, ich vermisse meine alte Welt. Ganz ehrlich. Ich bin immer noch traurig, dass die nicht funktioniert. Und dass die sich nicht laden lässt. Bin ich echt traurig. Würde die so gerne mal weiterspielen. Vor allem die Kirche, die ich da gebaut habe. Ach, da war ich so stolz drauf. War das Bauernhaus. Hat schon echt Spaß gemacht. Ich glaube, eine Windmühle hatten wir auch, ne? Aber das Schöne ist ja, man kann wieder neu bauen. Minecraft funktioniert ja, man kann es wieder neu bauen. Auch wenn es mich mit den Carpenter-Blöcken hier ein bisschen stört, dass die so defekt sind anscheinend. Weil, ja, wir kriegen keine Scheiben mehr rein. Das Bauen mit den Carpenter-Blöcken ist auch kompliziert geworden, weil die verbuggt sind. Und anscheinend hat sich da nie jemand Gedanken gemacht, dass man die vielleicht mal erneuern könnte oder so. Oder einfach mal ein neues Patch dafür raus oder ein bisschen bearbeiten, dass das funktioniert wieder. Weil die Carpenter-Blöcke, muss ich sagen, sind die schönsten Bausteine in Minecraft. Man kann jede Textur drauf machen, man kann die krumm, schief und quer vor links machen. Aber leider sind die verbuggt. Und normalerweise kann man schöne Scheiben reinmachen. Das stört mich immer noch. Weiß gar nicht, in welcher Folge wir das versucht haben. Letzte oder vorletzte Folge. Das ging nicht. Ärgert mich immer noch. Enorm ärgert mich das. Ah gut, man kann nicht immer alles haben, ne? Ich bin ja zufrieden. Ups. Dass das hier einigermaßen funktioniert. Auch wenn es immer mal ruckelt oder ich die Grafik wieder umstellen muss. Egal, Hauptsache es funktioniert. Hoffe nicht, dass wenn ich hier mal richtig gebaut habe, irgendwann mal, dass man die Welt wieder nicht benutzen kann. Ich glaube, dann würde ich Minecraft aufgeben. Dann hatte ich keine Lust mehr darauf. Ups. Hier sind ziemlich viele Löcher im Boden. So. Das haben wir schon mal. Sieht dann aber was aus, oder? Wunderbar. So, dann werden wir mal hier ein bisschen was los. Damit wir oben den guten Ofen abreißen können. Sind wir richtig, ja. Danke. Ganz wichtig, dass wir den da hingestellt haben. So, Erde noch weg. Was haben wir noch in der Tasche jetzt hier? Kies hätten wir auch noch in der Tasche. Wäre natürlich einfacher gewesen, wenn ich den erstmal reingemacht hätte, aber egal. So, du da, nee, du da, nee, du da. Kies. Wo ist denn der Kies jetzt? Wir hatten doch gerade noch Kies in der Tasche. Da oben, wa? So, sieht doch schon mal schön aus. Und Slabs haben gereicht, locker. Könnten wir eigentlich hier gleich mal weitermachen. Wenn wir die noch in der Tasche haben. Ich weiß, die Aufregung kennt keine Grenzen hier. Aber es muss ja eh gemacht werden. Wir müssen ja das sowieso zubauen. Und wenn wir das gerade in der Hand haben, lohnt sich das nicht erst wegzupacken und dann irgendwann zu suchen oder gar noch mehr Slabs zu machen. So haben wir das denn schon mal zu hier. Ich verbaue mich gerne mit den Dingern. Schon wieder. Na gut, irgendwann werden wir sie abreißen. Wenn wir hier unten
dann mal die zweite Etage machen. Dann werden sie stören. Stören von der Decke hängen. Und dann müssen sie weg. Und jetzt fällt es erstmal keinen auf. Sind sie weg. Na, alle weg? Cool. Na gut, wir haben ja hier auch viele unnötig verbaut. So. Sieht doch schon mal schön aus hier. So. Ich weiß nicht, was mit meinem Hals zurzeit ist. Ich verstehe das nicht. Immer wenn ich aufnehme, habe ich gefragt. So ein bisschen was gegessen und dann könnten wir den mal hier abreißen, ne? Ich überlege gerade, ob wir dafür vielleicht ihn nehmen. Ja, geht. Hoffe, die Teile fallen jetzt nicht alle da runter. Swubi. Wir müssten unten natürlich noch die Mitte ermitteln, ne? Damit das halbwegs gut aussieht am Ende. Aber ich bin froh, wenn wir den Ofen unten haben. Das wird schon mal schick. Oh, du auch. Na, renn in die Tasche. Gut, dass wir keine Lava mehr drin haben. Dürfte auch nichts passieren. So. Oder müssen nur der Boden weg, ne? So. Geht ja Gott sei Dank ganz schnell mit dem Hammer. So, und hier auch nochmal. So, dann nehmen wir die Dinger noch mit, ne? So, den Richter weg. Autsch. Haben wir alles bei? Ja, haben wir alles, wa? Die Dinger haben wir, die Trichter haben wir, die Dinger haben wir, die und die. Okay. So, und dann hatten wir ja schon Steine vorbereitet, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Dann können wir vielleicht gleich eine Etage höher machen. Den ganzen Ofen. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo ist denn die Mitte? So, das müssten jetzt 7, 14, 15 sein, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt bin ich weitergegangen, ne? Nochmal. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und da. Ja, die Mitte ist natürlich die Leiter, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, jo. So, dann in die Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na, Kerze will ich haben. Wenn wir da die Mitte machen, ist das natürlich direkt wieder von der Leiter. Fällst du direkt in den Ofen drin, wa? Ja, das passt doch mit ihm. Ich wollte ihn ja normalerweise ein bisschen weiter nach hinten machen. So, wo ist denn die Mitte jetzt? Hier ist die Mitte. So, machen wir mal den dahin. So. Wie viel sind das jetzt? Viere, wa? Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich weiß gar nicht, wie groß die Grundplatte sein kann hier von dem Ofen. Kann das sein, dass das schon viel zu groß wird? Bestimmt, ne? Ja. Einer zu weit. So,
Dann nehmen wir den mal nochmal weg hier. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier haben wir 1, 6. Okay. Und das sind 4, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Und hier haben wir auch 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Das passt schon mal. So. Ich weiß, dass das nicht ausgegoren ist hier mit den Steinen denn da drinnen, ne? Ist mir klar. Aber ich mache es trotzdem jetzt erstmal. So. Warum haben die sich nicht gesteckt hier? Egal, aber wir gehen jetzt erstmal ein. Wir machen jetzt erstmal eine Höhe, ne? Und dann werden wir sehen, ob wir noch eine zweite hinkriegen oder nicht. So, da. Warte mal, haben wir noch Holz? Ne, wir haben anderen Stein, nehmen wir anderen Stein. So, und da kommt der andere Ausgang rein, ne? Das sind die Schmelzausguss, genau. Zack und zack. So. So, dann hatten wir hier einen, dann hatten wir hier den. Achso, den brauche ich ja trotzdem. Hatten wir den Lava-Kasten, ne? Zack. Dann hatten wir noch einen Stein. Dann hatten wir ihn. Den brauche ich wieder einen Stein drunter. Sonst stellt er sich falsch hin. Nein. Habe ich mir den Kopf drin gehangen. Auch doof. Nein. Pfui. So. Hätten wir das schon mal. Ich glaube, dann kriegen wir locker noch eine Reihe rein, ne? Ist wahrscheinlich nicht gut, dass ich jetzt im Ofen laufe. Vor allem, weil man ja hier auch Blut machen kann, ne? No. Kriegen wir vielleicht noch eine Reihe hin. Mann, haben wir den großen Ofen. Toll, danke. Ja, 15 hätten wir noch. Wenn wir die Reihe da noch rausnehmen. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus aus dem Ding, ne? So, dann nehmen wir den mal kurz weg, damit ich hier auch wieder wegkomme. So, theoretisch können die beiden ja auch weg hier, ne? Würde nämlich ein bisschen was sparen. So, dann machen wir mal hier oben kurz zu. Noch einen. Wir müssen irgendwo auf jeden Fall noch Steine rausreißen. Von den Ecken. So. So, noch einer. Da noch einer. So, uns fehlen jetzt noch genau 4. Und das wären die Ecken. Und wenn ich mich recht erinnere, konnte man die wegnehmen. Die haben, glaube ich, nicht gestört. So, und hier hinter war auch noch eine Ecke, ne? Na klar. Die wichtigste. So, dann nehmen wir die mal auch. Dann haben wir 6 Steine. Das sollte ja definitiv reichen. Zack, zack. So. Da haben wir doch schon mal einen riesen Ofen. Also da können wir jetzt wirklich alles reinschmeißen, was geht. So. Du auch weg. Und hier an der Seite hatten wir auch noch welche, ne? Ja. So,
So, da können wir jetzt natürlich die Dinger hier noch ranmachen, ne? Und die Dinger reinsetzen. Und im Grunde brauchen wir auch noch die Trichter und alles. Weil ich möchte ja natürlich, dass das weiterhin da reingeht. Wir brauchen wahrscheinlich noch ganz viele von diesen Hopper-Ducks. So, das würde aber heißen, wir müssen natürlich auch hier unten nochmal lang. So. Dann könnten wir da jetzt erstmal die Trichter reinmachen. Warum hast du denn das Ding in der Hand hier? So, Trichter. Trichter. Danke, dass du zweimal schnell stellst, aber brauchen wir doch nicht. Mensch. So. Na, jetzt sieht das schon hübsch aus. Jetzt sieht doch aus, wie ihr wollt. Theoretisch könnten wir das gleich auf der Seite auch nochmal machen. Und dann auch hier rüber. Dann können wir nämlich hier zwei Teile automatisieren und dann zack, 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 zack. Aber das kann natürlich sein, dass wir dann auch vier Ausschuss haben. Na gut, wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall erstmal was essen. Und dann werden wir sehen, dass wir da unten ja unsere Hopper-Ducks wieder rankriegen, ne? Damit es vernünftig da in unsere dafür vorgefertigten Kästen läuft. Gut, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, tschüss und bye bye.